Moin Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Partie 7 Days to Die. Und ich habe jetzt hier zu Hause schon mal eben schnell das Minibike ausgeleert und alles in die Kisten verräumt. Ich hatte noch ganze 4% Hunger oder wie auch immer man das nennen will. Und jetzt haben wir hier gerade draußen ein bisschen Besuch. Ich weiß nur gerade nicht wo und wer. Aha. Also ein paar Leute, die jetzt hier irgendwie gerade vorbeigekommen sind oder ein bisschen. Ach, das ist eine kleine Wanderroute. Vielleicht ist das die, die wir letztens vermisst haben. Gucken wir doch gleich mal. Fängt das Ganze ja schon mal gut an. Und ich habe den gestrigen Tag eigentlich nur im Kreativmodus verbracht, muss ich gestehen. Und habe ein bisschen an unserer Behausung gefeilt. Weil ich dem ganzen Braten, wie ich das vorhabe, nicht so richtig getraut habe. Hm, wo ist sie denn jetzt hin? Ach so. Und ja, also gut, dass ich das gemacht habe. Es wäre für euch wahrscheinlich ein Heidenspaß geworden und sehr, sehr amüsant. Aber hätte auch eine Menge an Materialien vergeudet. Und deswegen dachte ich mir, ich mache das mal lieber kurz selbst nochmal, bevor ich euch das Ergebnis dann im Endeffekt zeige. Komme ich jetzt irgendwie ran an die Tante hier, ohne dass ich mir jetzt hier sonst was. Oh, ein bisschen Geld. Nein, ich habe ein Messer dabei. Eine Machete, besser gesagt. Also, wo ist sie denn jetzt? Ach, da oben. Willst du mir jetzt trollen hier? Also, hab mir gedacht, ich mache das einfach mal im Vorfeld nochmal, bevor ich jetzt hier das hier dann mit euch zusammen mache und mir die ganze, habe ich Licht an? Nee. Das ganze Ding auf den Kopf fällt. Das wäre zwar arg amüsant gewesen, aber ja, dafür haben wir jetzt nicht so viel Zeit und auch nicht so viel Materialien, muss ich gestehen. Aber ich musste feststellen, dass mein Konzept an sich gar nicht mal so schlecht ist. Ihr werdet es ja dann auch sehen, aber wie soll ich sagen, nicht in dem Umfang, wie ich mir das gedacht hatte, weil da ist mir nämlich ständig die ganze Butze auf den Kopf gefallen. Und das ist ja nicht das Ziel, das wir haben. Weil, wie einige von euch ja schon festgestellt haben, wird dann die zweite Etage oder die jetzt erste Etage ist dann ein bisschen klein. Da könnte man ein bisschen Platzangst kriegen, wenn man hinterher noch die Werkbank und die Chemiestation und alles Mögliche mit drin hat. Und deswegen habe ich mir gedacht, setzen wir den ganzen einfach noch einen drauf und unsere Wohnetage oder wie auch immer man das nennen will, wird dann gar nicht die erste direkt über der Kampfkammer, sage ich jetzt einfach mal so, dem Säulengang, sondern ja, halt eben die wirkliche zweite Etage. Das wird dann die Wohn- und Arbeitsetage. Und die ziehen wir ein bisschen nach außen raus. Mein Plan war es eigentlich, zwei Blöcke nach draußen zu gehen. Aber selbst wenn man dann hier außen, also einen Block normal dran setzt und dann noch einen Block dran setzt und selbst wenn man das alles aus Beton macht, hält es leider auf Dauer nicht. Besonders wenn man dann noch irgendwas, so einen Umlauf macht, dass man also auf die Zombies runtergucken kann und schießen kann, dann ja, dann funktioniert das nicht. Und dann bricht einem diese ganze obere Etage zusammen und es bleibt quasi nur noch das Kernfundament stehen. Und das ist ja jetzt dann, nee, das muss ich dann im wahren Leben nicht nur haben. Vor allen Dingen, wenn das dann wirklich auf den letzten Millimeter so gestrickt ist. Und dann kommen irgendwelche Spucker und hauen einem dann irgendwie zwei, drei tragende Klötze weg. Ja. Dann bricht einem die Soße ganz schnell zusammen. Und das wollte ich irgendwie nicht unbedingt machen. Von daher dachte ich mir, ach nö, dann wird es halt eben leider nur eine Nummer kleiner, aber ist trotzdem größer als wie es jetzt halt eben aussieht. So, hier machen wir mal eben schnell einen Eisenbolzen draus. Wo habe ich denn schon wieder? Achso, die Federn habe ich gerade übernommen, ne? Ja. So, kommt hier noch irgendwas rein? Ja, ich habe hier so ein paar Geschossspitzen nochmal hergestellt und Patronenhülsen, also die waren sogar nach unten, die Patronenhülsen. Und hier drin müsste sich jetzt auch, genau, ein bisschen Munition klöppeln.
Und dann dachte ich mir, was dachte ich mir eigentlich? Es irritiert mich jetzt gerade schon wieder, dass ich hier so viel Kram zum Wegsortieren habe. Ich habe gerade die Taschen leer gemacht. Himmelssakrament. Oh, moi. So, die lasse ich hier. Achso, ich habe auch noch ein bisschen... Na, Lou? Was wolltest du sagen? Sprich dich aus. Ach ja, ein bisschen... Oh, musst du mir immer dazwischen hecheln? Wo? Wer? Und warum? Waffen habe ich noch ein bisschen auseinandergebaut und wieder zusammengebaut und verbessert und repariert. Also das, was ich so an Kram da hatte, war jetzt nicht so viel, aber ich habe ja doch ein bisschen was mit mir rumgeschleppt. Ach, da bist du. Würdest du mal bitte... Nein, nicht mich hauen. Lässt du das? Würdest du mal die Waffe wechseln? Dankeschön. Nerviges Kind. Hat da nicht mal was dabei. Was wollt ihr beide jetzt noch? Genau, leg dich daneben. Dankeschön. Ich glaube, der Dings da hinten ist noch nicht tot. Genau. Daneben. Ich muss heute auch erstmal wieder so ein bisschen reinkommen, ne? Noch jemand ohne Fahrschein? Hm. Ja, also so ein bisschen Kleinteile an Waffen, so ein bisschen kombiniert, das war jetzt nicht viel. Ich hatte ja auch hier nicht mehr so viel rumliegen, aber das, was ich jetzt aus dem Schatz mitgebracht hatte und von der Loot-Tour und so, was noch ein Minibike so rumoxidierte, das habe ich einfach mal flott miteinander kombiniert und damit es nicht schlecht wird. Also so eine Waffe wird ja auch nicht besser. Und da hinten kreucht ja noch irgendjemand rum, kann das sein? Ja. Habe ich sie tatsächlich von hier getroffen? Jetzt bin ich aber von mir selbst überrascht. Und dabei heißt es doch immer, wenn man mit einer Armbrust, ne, so dieses Zoom-Zielen macht, dass das dann gar nicht so gut funktioniert. Aber scheinbar muss man ja auch mal Glück haben. Und dann hat sie nur ein Sandwich dabei. Ja, Gras ist klar. Da wuseln ja noch ein paar rum. Was ist denn hier heute los? Ist das die versprengte Wanderhorde vom letzten Mal oder was? Die sich jetzt irgendwie entschlossen hat, dann doch nochmal nachzukommen. Dankeschön. Der war daneben. Sag mal, gibt's denn das? Ziel ich auf den dicken Bauch, da kann man eigentlich nicht verfehlen bei dem. Diesmal ging es auch mit dem Kopf. Der Dicke steht aber wieder auf. So, jetzt nicht mehr. Ich hätte gerne tatsächlich mal, also ich bin ja kein... Ach, da kommen noch ein paar angewatschelt. Ich bin ja kein Freund des Knüppels, wie ihr ja alle wisst. Also das ist irgendwie nicht so meine Waffe. Aber ich hätte trotzdem gerne mal diesen Spiked Club, also den Knüppel mit den Stahlspitzen drin. Weil der ist dann doch nochmal echt eine Ecke besser als dieser komische mit dem Stacheldraht drumherum. Weil das, wenn ich schon mit dem Knüppel... Ist hier irgendwo vielleicht noch ein Kriecher oder so? Ich habe doch gerade was gehört. Also wenn ich dann schon mit dem Knüppel unterwegs bin, dann möchte ich natürlich auch gerne einen haben, der irgendwie ein bisschen was Besseres, besseren Schaden anrichtet. Dass, wenn ich dann auch mal treffe mit dem Knüppel, dass dann auch ein bisschen was bei rumkommt, nicht? Oh, ein Vogelnest. Waren wir da schon dran? Ja, nein, wer weiß. Oh, sprich sie mit dem Baum. Jetzt nicht mehr. Jetzt kannst du das Gras wachsen hören. Von unten. Ein schicker Cowboyhut. Och, Lady. Sag mal. Ich sollte mal ein bisschen Zielwasser trinken. Hm, Heilbandage, Dankeschön.
Schleicht sich da noch jemand durch die Bäume? So. Eigentlich hatte ich irgendwas anderes vor jetzt gerade, aber gut, wenn man hier erstmal wieder die Umgebung ein bisschen säubern muss von diesen lästigen, aufdringlichen... Hier ist doch nichts mehr. Nervigen Zombies, dann gut, dann ist das so. Da versteckt sich noch einer. Hallo, hier drüben. Huhu. Wie schön. Ein Schuss, ein Treffer und Fertigkeitspunkte. Und leider hat er nichts Praktisches dabei. Ah, Käffchen. Jam, jam, jam. So. War es das jetzt hier oder? Ja, dupidu. Oh, oh. Das ist ja unser Clayfeld. Da war ich gerade dran. Gucke ich trotzdem noch mal rein. Hätte er sich schon was tun können in der Zeit. Ne? Ja, nee, ist klar. Also. Ja, für das Haus, um das auszubauen, braucht man allerdings... Ja, Zement. Und da habe ich gerade mal reingeguckt. Dazu brauche ich 30 Punkte. Habe ich natürlich gerade nicht. Ich glaube, ich habe noch 5 oder sowas. Wobei, jetzt müsste ich ja eigentlich wieder... Nein, falsch eigentlich. 15. Die Hälfte habe ich schon mal. Ja, also brauche ich doch nur noch ein läppisches Levelchen aufsteigen und dann können wir uns endlich Zement herstellen. Also ich muss dann, ich sehe gerade auf die Entfernung. Ja, plumps. Endlich mal wieder eine Schatzkarte. Ich bin zwar so schlecht im Schätze finden, aber trotzdem macht es immer noch einen Heidenspaß. So, also was hatte ich... Hallo? Ah, jetzt nimmt er auseinander. Heute ist irgendwie der Wurm drin. Heute ist übrigens für mich Sonntag. Ja, das heißt, ihr werdet diese Folge morgen, also für euch dann natürlich heute sehen. Also habe ich sie gestern aufgenommen, was für mich aber heute ist. So, damit jetzt alle richtig schön verwirrt sind. Und ja, wie ich jetzt hier gerade sehe an unserer Behausung, die muss dann doch nochmal ein bisschen... Ah, wie sie mir alle schon gesagt haben, das Wasser hier, das muss ich dann wohl selber nochmal reinkippen. Ja, nee, ja, also Behausung muss ich den oberen Teil komplett aus Cobblestone machen. Einfach der Haltbarkeit wegen. Und darauf die Etage wird dann aus Beton. Das sieht, muss ich, das kann ich hier schon mal spoilern, finde ich sehr beeindruckend aus. Also es wird ein sehr nettes, kleines, süßes Verteidigungstürmchen werden. Na, da war ich doch bestimmt gerade. Ja, natürlich. Also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, aber dafür brauchen wir ja erstmal ja, Zement. Und ich habe mir gedacht, wir werden jetzt mal unsere Taschen... Der ist doch leer. Verflucht. Ach ja, wenn ich schon mal hier bin. Ich habe ja bei dem letzten Ausflug so einen phänomenalen tollen Motor gefunden. Einen blauen und den werde ich jetzt mal kombinieren. Damit wir das Minibike einfach mal wieder ein bisschen auf Vordermann kriegen hier. Wie jetzt? Ich habe die Brücke gelassen und die Tür auf. Also, da ist aber jemand lebensmüde. So, gucken wir mal. Dazu müsste ich vielleicht auch erstmal den anderen Motor mitnehmen. Guten Morgen, Lu. Also, heute ist irgendwie komischer Sonntag. So, also. Da machen wir jetzt aus diesem Motor und diesem Motor... Keinen so viel tolleren Motor. Ach komm, wir haben es ja. Oder so. Huhu. Da haben wir doch schon mal hier ein bisschen 9mm Patronen für die Pistole. Da könnten wir uns bei Zeiten tatsächlich ja sogar mal in die Stadt wagen. Ich dachte, ich höre da draußen was. Nee, die will ich nicht haben. Den Ledermantel. Können wir den reparieren? Bestimmt, ne? Reparieren. Und den Hut. Reparieren. Immerhin. Was haben wir denn hier oben noch in der lustigen Händlerkiste so drin? Schwarzer Cowboyhut. Ledermantel. Das ist meine Klamotte. Das kommt gleich wieder ins Minibike. Das auch. Und das auch.
Dann können wir hier, das kann da rein, das Ducktape-Öl, das Blei nicht, aber das verrottende Fleisch, die Sandwiches, aus denen, ach, da brauchen wir Potassium für, ne? Da kann man ja aus denen, glaube ich, schimmeliges Brot machen und damit macht man dann Antibiotikum. Und aus dem hier kann man Dünger herstellen, aber für beides braucht man Potassium und beides haben wir jetzt nicht so wirklich in rauen Mengen am Mann. Also falls jemand seinen Frosch sucht, ich glaube, der steckt heute in meinem Hals, also oh, ganz furchtbar. So, die Eier können weg, das Wasser kann da rein, räumen wir mal auf. Und nee, wenn ich jetzt hier auf Räumen drücke, dann ist das nicht gut. Kann ich das eigentlich reparieren? Geschmiedetes Eisen müsste ich in der Kiste hier rumdümpeln haben. Ja, habe ich mir übrigens auch noch mal ein bisschen was von gemacht. Reparieren. Na, immerhin. Sehr schön. So, Stahl müsste ich unten auch noch fertig haben, weil die Schaufel ist nicht mehr die schönste. Die, na gut, die Spitzhacke ist jetzt gar nicht mal so schlecht, aber ich glaube, die Schaufel und die Dingens will ich noch mal neu machen. Dann kann ich nämlich auch gleich das Zeug nach unten bringen hier in diese Kiste. Das Blei und das Messing. Wobei, das habe ich ihn da drin. Das ist aber nur eine eiserne Feueraxt. Ja. So. Das ist fertig. Das hier nochmal so. Und als nächstes möchte ich dann, glaube ich, nicht Clay eingeschmolzen haben, sondern Stein. Und wo wir schon mal hier sind, können wir auch gleich die Kreischerin mal ein bisschen provozieren und. Ach komm, was soll's hier? Ab dafür. Hüpf. Klappe zu, Affe tot. Und dann machen wir uns hier nochmal eben. Was wollte ich denn haben? Ach, machen wir doch einfach hier so Axt. Stählerne, Feueraxt. Und eine Schaufel. Zack. So, und habe immer noch eine Handvoll Stahl. Das ist ja schön. Dann können wir den nämlich hier wieder reintun. Ja, ich drücke jetzt trotzdem sortieren. Der Verband kann weg. Oh, das ist faszinierend. Das Sortieren wollte ich eigentlich alles längst erledigt haben, damit wir dann gleich irgendwie einfach uns auf den Weg machen können. Aber nein, aber nein. So, die lesen wir mal. Von Claude oder Claude. Wer auch immer. Und wo versteckt er sich denn? Oh, hier oben. Da ist ein Schatz. Ja, also meins hier war jetzt eigentlich taschenvoll. Und mal eben kurz zum Händler rüber dümpeln. Und der sitzt ja hier direkt nebenan. Und dann, ja, können wir uns eigentlich nochmal an dem Schatz probieren. Der ist ja jetzt gar nicht mal so weit weg. Die Straße, schätze ich mal, wird hier unten lang führen. Also müssten wir hier oben einmal hoch und dann, da ist Wasser, ne? Müssen wir mal gucken, wie wir da hinkommen. Aber dafür hätte ich gerne schon irgendwie die neue Schaufel, um den Schatz auszugraben. Naja, dann können wir jetzt ja hier irgendwie mal wenigstens ein paar Tokens mitnehmen und hier das da und dieses und jenes. Und irgendwie Kram. Wie gesagt, einfach mal die Taschen voll machen. So. Tür auf, Tür zu. Weg. Und dann, da können wir auch, glaube ich, einfach mal so rüber latschen. Das ist ja überhaupt nicht weit. Sit. So, weil die Schaufel, also jetzt mit der noch einen Schatz auszugraben, ja klar geht. Aber wenn wir doch eine neue machen können, müssen wir da jetzt ja keine Experimente mit wagen, nicht wahr? So. Guten Tag, Herr Händler. Habe ich hier schon in den Müll geguckt? Ich weiß es nicht. Und dann. Ja. Moin. Na? Welcome, Survivor. Ja. Feel free to look around. Du mich auch. So, dann werden wir jetzt hier erstmal ein bisschen Kram los. Yeah.
Da bin ich jetzt echt ein bisschen aus der Puste, aber das Mut, ne? Das ist ja hier für die hier Bartender, ne, Barter, was auch immer, also irgendeine Fertigkeit aufgestiegen. Kriegen wir wenigstens ein paar Level mit hin, nicht? Kriegen wir bessere Preise. Kann man links sogar sehen, richtig, wie die Preise fallen, und wir nehmen sogar noch ein bisschen Geld damit ein. Run kann das wesentlich besser und wesentlich schneller als ich, aber mein Gott. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Level 14 schon? Ich kann nicht mehr. Level 15. Aber wenigstens stellt man fest, es bringt etwas. Ach gut, die hier auch nochmal eben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Level 17. Gut, der Preis an dem Geld ändert sich jetzt nicht, was wir dafür einnehmen. Level 18, aber links kann man halt eben sehen, die Waren, die wir kaufen könnten, mit jedem gestiegenen Level werden sie halt eben auch günstiger. Oh, ich habe schon richtig Schweißperlen auf der Stirn. Meine Herren. So, geschafft. Ja, da fängt auch schon hier mein Charakter richtig an zu zittern. Nee, die will ich nicht verkaufen, die möchte ich gerne anziehen. Ja, ja. Und da bin ich auch schon wieder. So, dann kriegt er nochmal diese komischen Nuggets hier. Und diese hier. Was bringt der Kram? Nicht viel. Überhaupt nichts. Mal ein bisschen was. Wenigstens steige ich fleißig irgendwelche Levels auf. Ich weiß nicht. Die kann weg. Möchte ich die Schuhe tatsächlich verkaufen? Ach komm, ja. So. So. Ich weiß gar nicht, bei was wir für ein Level waren, als wir hierher gekommen sind, aber immerhin sind wir jetzt Level 27. So. Reparaturkits, was hat er noch Nettes? Schießpulver. Ja, das können wir mal mitnehmen. Geschossspitzen, nee, die kann ich mir selber herstellen. Pff. So prickelnd ist das ja jetzt hier auch nicht, was du mir so anzubieten hast. Tasting and Brewing, ach, das kenne ich schon. Millimeter Munition, Stahl. Oh, was war denn das hier? Ist das gut? Nein, ist nicht gut. Dann ignorieren sie. Matratze. Der hat aber auch Kram. Komisch, der hat so viel altes Geld. Wo hat er das nur alles her? Hm. Nee, ich glaube, heute hat er nichts Schönes für uns. Und dafür der ganze Aufwand. Echt jetzt? Mann, 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 Mann. Oh. Und hier ist nochmal Schießpulver. So. Papier brauche ich nicht, Mais brauche ich nicht. Haben wir hier noch irgendwas übersehen? Der hat irgendwie kein Blei und kein Messing oder irgendwie so ein Krams. Hm. Naja, das war ja semi-erfolgreich, aber wir haben nochmal ganz schön viel Geld eingenommen und vor allen Dingen unseren Händler. Ja, ja. Halt ein Sabbel. Haben aber nochmal ganz schön viel Punkte gut gemacht, also unseren Skill nach oben gebracht. Das finde ich irgendwie. Na, das nenne ich doch mal nett hier. Abgesägtes kenne ich zwar schon, aber. Warum nicht, ne? Macht ja gleich nochmal wieder ein bisschen ein paar bessere Punkte. Abbauen können wir den Kram ja hier sowieso, glaube ich, nicht. Aber reingucken können wir. Ach, da habe ich schon reingeguckt. Nee, in diese Dinger brauche ich nicht reingucken. Da ist ja sowieso nichts Gescheites drin.
Was ist diese komische Fahne, ne? Wo ist sie denn überhaupt da oben? Leere Mülltonne. Vielleicht sollte ich die Tür mal offen lassen. An den müsste man ja eigentlich auch nicht rankommen können, wenn ich das so richtig... Weil man kann ja hier nichts kaputt machen, oder? Ja. Naja, dann gucken wir einfach mal. Moment, Mauskabel ist... So, zerlegen. Nichts drin. Oh, wer legt denn Kohle in den Ofen? Zum Trocknen oder was? Komische Leute gibt es. Hier noch was Nützliches drin? Nee. Ach, hier war ich schon. Aber, warum ist denn teilweise was... Das verstehe ich jetzt nicht. Oder ist etwa Loot Respawn oder was? Weil teilweise hier gelootet, ist leer. Und dann wiederum hier oben Dinge drin. Also, irritierend. Oder ich hatte beim letzten Mal einfach auch keinen Taschenplatz mehr. Das kann natürlich auch sein. Dann können wir es jetzt wenigstens mitnehmen. Was weg ist, ist weg. Ist hier oben noch irgendwas Spektakuläres? Irgendwas Nettes? Nö. Nee. Da scheinbar auch nicht. Dann geht's mal wieder hier raus. Huiuiui. So. Hinaus. Eben schnell zum Minibike. Ja, nicht wundern, das war gerade, ich habe einfach nur den... Hatte ich das nicht schon mal? Scheinbar nicht. Meinen Monitor ein bisschen dunkler gemacht. So, kurz zum Minibike hin, um den Motor wieder einzubauen und das ganze Ding voll zu tanken. Och, und dann sind wir auch schon wieder bei 27 Minuten. Na, no. So, einmal hier hin bitte. So, der kommt da hinein. 16 Meter die Sekunde, waren wir vorher auch schon bei 16 Meter oder war das 14 Meter? Ich weiß es nicht. Naja, aber auf jeden Fall haben wir den Motor jetzt nochmal verbessert. Und ich hoffe, dass wir den... Ah, gut. Ich habe immer den Drang, hier so in eins durchzulaufen. Wenigstens bremse ich vorher nochmal ab. Weil es kann ja immer sein, so sollte es ja auch sein, dass ich die Dinger auch wieder weggenommen habe, ne? Die... ist hier noch irgendwas an? Ach, unten die Schmiede, ne? So. Schaufel, die Axt. Was ist denn, wenn ich die jetzt hier und da? Ach ne, da schmelze ich sie, glaube ich, lieber ein. Hier wird es wahrscheinlich das gleiche sein. Ja. So. Habe ich noch eine Feder am Mann? Tatsache. Dann kann ich auch eben nochmal hier die Spitze wegverarbeiten. Die hier wieder rein. Noch irgendwas für hier? Nee. Die Händlerkiste. Zack, zack, zack. Mensch. So viele Tokens und nichts Brauchbares beim Händler ergattern können. Schade. Schade, schade, Schokolade. Haben wir hier noch ein bisschen Sprit. Habe ich den Rest nicht gerade ins Minibike getan? Na, dann behalten wir das mal lieber am Mann. Stoff kann hier rein. Was ist das denn hier? Herausforderung, echte Kerle. Das klingt doch schon wieder nach was ganz Merkwürdigem. Warum trage ich denn jetzt das, die Kohle und das Schießpulver mit mir rum? Stahlgedöne kann wieder hier oben rein. Zack. Ach, da hatte ich ja sogar noch hier so eine... Die kann ich ja dann auch einschmelzen. Hallo? Entschuldige mal, bitte. So. Das heißt, das kommt hier oben rein, das und das. Auch das Blei und die Gewichte. Und der Kochtopf kann da auch ruhig mit rein. Wie sieht das jetzt hier aus? Schmilzt fleißig, sehr schön. So. Bin ich jetzt oben? Jetzt bin ich oben.
dann lesen wir noch mal kurz diese komische Notiz hier. Diese komischen Challenges. Ja, nette Anrede. Selber Arschloch. So, bla bla bla. Herausforderung, töte ein paar männliche Zombies. Boah, das kriegen wir, glaube ich, hin. Wahrscheinlich nicht in der Zeit. Wo sind denn hier die Quests? Oder gibt es da eine Zeit? In 14 Minuten. Ach so. Naja, gut. Naja, ignorieren wir die Uhrzeit einfach und fertig ist. Ja, so. Damit ist 12 Uhr. Ich habe irgendwie mehr oder weniger 30 Minuten auf meiner Aufnahme hier. Und ja, eigentlich wollte ich heute irgendwie was anderes machen. Aber gut, die Zombies kamen dazwischen. Und was soll man machen? Die müssen ja auch weg. Die wollen ja auch ihre Aufmerksamkeit haben. Und damit bedanke ich mich bei euch fürs freundliche Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn es euch nicht gefallen hat, lasst auch gerne einen Daumen nach oben da. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin. Tschüssi.